Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute zum Thema Planung eines Hausbaus. Ist ja viel bei euch privater Hausbau. Und vor allen Dingen zu dem Thema vernetztes Haus. Vernetztes, intelligentes Haus. Ich sage jetzt mit Absicht nicht mehr Smart Home, weil das kann ja verwechselt werden. Smart Home ist ja der Begriff, der überall jetzt durch die Medien getrieben wird und alles ist plötzlich smart. Das heißt also, dass plötzlich ist dann die Jalousie smart und da gibt es ja auch große Discounter, die dann plötzlich auch Smart Home draufschreiben. Bei uns geht es heute um das Thema Planung, haben wir auch schon viel gemacht. Planung, da steckt die Konzeption drin, da steckt vor allem auch Lichtplanung drin, da steckt die ganze Vernetzung drin, die Infrastruktur drin. Die uns jetzt schon länger zuschauen, ihr werdet das alles kennen. Wir möchten heute mal ein bisschen tiefer einsteigen, damit ihr mal mehr Verständnis bekommt, was es eigentlich heißt, so ein intelligentes Haus zu planen. Timo, was sagst du dazu? Du guckst ein bisschen... Richtig, weil ich bin gerade dabei, den Begriff Smart trotzdem in den Zusammenhang zu bringen. Weil am Ende des Tages geht es doch darum, dass das Gebäude nachher für den Benutzer, der drin wohnt, smart ist. Das heißt, diese smarten Funktionen müssen erstmal erläutert werden, durchleuchtet werden. Der Benutzer des Hauses muss eigentlich von vornherein sagen, was soll das Haus denn für ihn tun? Und nicht, was muss er für das Haus tun, dass es nachher funktioniert. Ja, ja. Und da steckt dann schon wieder dieser smarte Gedanke drin, allerdings nicht in der durch die Medien getriebenen Ansichtsweise. Fernbedienung und so, ne? Ja. Und ich meine, wir sind jetzt ich habe es jetzt nicht geschaut, da müssen die Kollegen mal schauen, wir sind beim 107., 108. Beitrag. Wir haben jetzt das Haus wirklich schon, wenn ihr jetzt neu baut, in allen Facetten beleuchtet. Noch lange nicht in allen. Ne? Wir sind jetzt beim Multiroom viel unterwegs. Wir zeigen euch, wie man das Ganze steuern kann. Aber jetzt mal ganz am Anfang, Timo. Du bist jetzt ein Bauherr und sagst, du willst smart bauen. Da gibt es ja noch nicht so viele Möglichkeiten. Man muss ja auch smart planen. Vielleicht brauche ich den Smart Home Architekten. Ne? Das ist ja unsere Rolle. Das wird tatsächlich wahrscheinlich irgendwann mal ein Berufsbild sein, der Smart Home Architekt oder der Architekt für vernetztes, intelligentes Gebäude herstellen, bauen, wie auch immer man das nennen wird. Und es geht an der Stelle halt immer wieder um das Gleiche. Ich muss mir vorher extrem detailliert Gedanken machen, mit Unterstützung im Gedankenprozess, mit Unterstützung von Leuten wie uns, die Dinge erläutern, was geht denn überhaupt alles, was ist sinnvoll, was gibt es an Technologien, welche Gewerke muss ich in der Überlegung drin haben, wie harmonieren die Gewerke und wie kommt nachher dann ein Endergebnis raus, wo ich wirklich sage, da drin fühle ich mich wohl, weil das ist smart. Ein Gebäude, das sich gut anfühlt, in dem ich gerne lebe. Und da haben wir auch schon gesagt, da kommt ganz schnell immer das Thema Kosten, ne? Wir haben ja mal so einen Richtwert gesagt, was kostet ein Smart Home im Neubau, jetzt sage ich auch Smart Home, was kostet ein intelligentes, vernetztes, zukunftsgerichtetes Haus im Neubau mehr, wie jetzt so der Standardbau? 8-10% haben wir immer als Richtwert gegeben, von der Gesamtsumme, muss man sagen. Ja, genau. Das war jetzt das Thema Preis. Aber wenn wir mal so die Planung anschauen, da sieht es ja so aus, wie du sagst von Anfang an, man fügt alles zusammen. Und man macht sich Gedanken, wie will ich in dem Haus leben? Ja, also mache ich ja sowieso als Bauherr, weil ich mache mir sehr viel Gedanken über die Raumaufteilung, über die Gestaltung, über Oberflächen, über Einrichtungsgegenstände. Aber die smarten Funktionen, die heute halt möglich sind, um das Wohlfühlen in den Räumen herzustellen und Dinge, die mich sonst nerven, in einem normalen Haus, in einem konventionellen Haus abzustellen, da gehört sehr viel Beratungs- und Konzeptionsansatz dazu und am Ende dann natürlich der überleitende Schritt in den Planungsprozess. Das heißt, ich muss das Thema natürlich greifen, ich muss es greifen in allen technischen Parametern und dann am Ende auch in den Kosten, wo wir dann zu einem Mehrpreis X kommen, der in verschiedenen Bandbreiten natürlich variiert werden kann, weil ich kann zum Beispiel einen Panikknopf am Bett für die Nacht kann ich auf unterschiedlichste Art und Weise realisieren. Da bist du ja schon beim Punkt, wo du einfach auch sagst, der Panikknopf kostet ja eigentlich gar nichts. Richtig. Der kostet ja gar nicht mehr. Ne? Und also vielleicht nochmal für euch,
die vielleicht noch nicht so viele Sachen von uns gesehen haben, was Planung oder Konzeption anbelangt. Das habe ich schon gesagt. Am Anfang steht ja immer die Konzeption. Das Konzept legt fest, wie funktioniert das ganze Haus? Was ist da eigentlich, was braucht es dazu eigentlich? Ne? Und da sehe ich dann auch schon, was kommen für Kosten auf mich zu. Und erst dann geht man die Planung. Richtig. Ne? Weil die Planung ist ja dann wirklich das Ausarbeiten der Umsetzung. Ja. Und die Konzeption ist eigentlich ein Entlangarbeiten an einer roten Linie mit verschiedenen Beratungsbausteinen. Was soll das Haus können? Wie soll das Haus funktionieren? Welche Nachhaltigkeit ist drin? All diese Aspekte sind da eigentlich im Beratungsgespräch in der Konzeption abgedeckt. Und dann entsteht ein Gebilde, aus dem man eine saubere Planung erstellen kann. Und dann am Ende, Konzeption, Planung, gehen wir ja auch schon in die Programmierung. Es ist leider so, muss man sagen, die ganzen Dinge müssen zusammengefügt werden und das macht letztendlich die Software. Wir arbeiten heute sehr viel mit Stimmungen und Szenen. Es ist nicht mehr so wie vor 5 oder 10 Jahren das intelligente Haus. Jetzt sage ich nicht Smart Home. Es ist nicht mehr so wie vor 5 oder 10 Jahren, dass die konventionelle Technik auf Bustechnik umgesetzt wird. Wird ja auch noch, treffen wir ja auch noch sehr oft an. Das ist richtig. Ja, also. Wobei die Programmierung natürlich erst dann wirklich gut und einfach wird und auch in der Umsetzung effizient gestaltet werden kann, wenn wiederum die Konzeption und die Funktionsbeschreibung des Hauses einfach perfekt ausgearbeitet ist. Und da lieber ein bisschen mehr Zeit reinstecken und ein bisschen mehr Investitionen tätigen, weil dann kommt nachher ein Ergebnis raus, mit dem alle zufrieden sind. Ja, und es macht doch Spaß, da drin zu leben. Und ich hatte letztens auch das Gespräch, kennst du ja alles, was ist, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich jetzt nicht smart baue? Ja, dann hackt ihr die Wände auf. Willst du das machen? Im Nachgang. Ne? Was kostet eine Wand aufhacken und wieder zumachen? Keine Ahnung, das tue ich in der Regel nicht. Nein, aber es zeigt natürlich ganz klar diesen Ansatz, vorneweg wirklich sich die Zeit nehmen und auch den Aufwand nicht scheuen, Kontakt zu suchen zu Menschen, die da Erfahrung haben, die einen Leitfaden haben, an ganz dem genau. Sie lang arbeiten, wo eine Konzeption entsteht und wo dann wirklich eine super gute Planung bei rauskommt, wo nachher alle Gewerke verstehen, um was es geht und wo auch der Handwerker nachher eine Blaupause in der Hand hat, um das sauber umzusetzen zu können. Wenn die Konzeption sauber ist, wie du es gerade gesagt hast, ne, wirklich ganz sauber, wird auch die Programmierung sauber sein und dann sind auch die Planungsunterlagen sehr gut. Richtig. Und dann ist auch klar, wo welches Kabel, welches Leerrohr wie laufen muss und was da drin liegt in diesen Leerrohren. Und auch später für ein eventuelles Nachrüsten, weil sich Dinge vielleicht verändert haben, die man ganz heute genau. noch nicht kannte, dann sind die Dinge da, um das tun zu können. Das Haus muss mitleben, das muss sich mitentwickeln. Wir haben ja unterschiedliche Lebensphasen. Ne? So ist es. Und idealerweise ist natürlich auch so, jetzt sage ich idealerweise, es ist auch so wichtig für euch, dass ihr auch dann den Datenstand habt, den Software-Datenstand, ne? Dass ihr dann quasi das weiterentwickeln könnt. Und es entwickelt sich ja auch weiter, gerade jetzt in der Zeit entwickelt sich es weiter. Das war ein Beitrag zum Thema Planung. Bisschen anders jetzt mal formuliert. Wir haben schon das Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet. Sagst du noch was? Ja, also dieser Planungsprozess ist heute eigentlich begleitet und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Ansatz. Visualisierung im Planungsprozess. Wie schaut denn das aus? Ne? Und das Thema Licht, das ist jetzt nun mal einfach das Gebiet, wo ich zu Hause bin, bietet da super Möglichkeiten, sich Räume schon mal visuell darstellen zu lassen. Wo sitzt eine Leuchte? Welchen Lichtkegel hat die? Wie wirkt der Raum nachher überhaupt? Und da sind wir mit dem Schlagwort eigentlich unterwegs, das heute recht häufig auftaucht. BIM, Building Information Modeling. Und da entwickelt sich das Ganze hin. Das heißt, irgendwann wird das auch alles so perfekt und so gut sein, dass auch im Privathausbau die Visualisierung vorneweg perfekt bis ins letzte Schräubchen da ist und ich wirklich schon am Rechner oder mit der VR-Brille sehen kann, wie mein Haus nachher aussieht. Da entwickeln wir das Ganze hin. Und es sind heute schon sehr attraktive Bausteine da, wo wir Dinge zeigen können, die im Planungsprozess nachher Effizienz aufzeigen. Du sagtest jetzt gerade, also ihr habt ja jetzt bestimmt im Hintergrund mal so gesehen, wir haben euch, die Kollegen blenden euch mal so ein Gebäude ein, wie das dreidimensional aussieht. Und da ist ja unter anderem das Thema
Beleuchtung, was auch die Atmosphäre schafft, wie ihr euch dann wohlfühlt, das ist dann doch mitzusehen. Das habt ihr im Hintergrund gesehen. Haben wir nicht gesehen. Wir gehen es uns jetzt angucken. Genau. Und wir, ich würde sagen, wir machen heute auch mal ein bisschen Frühjahrsschluss. Gute Idee. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.